So, da sind wir auch schon wieder. Wir sind jetzt hier gerade im Moghouse, beziehungsweise in der Gold Saucer im Minigame Halle Wondersquare, was auch immer. Und können dieses Minispiel mit dem Mogs hier machen. Leider wird der Text nicht komplett angezeigt. Ich hoffe, dass es gleich weiter scrollt. Das ist Mogs Haus. Es steht im Mogwald auf dem Mogberg. Okay, Gott sei Dank. Ein neuer Tag im Leben eines Mogs bricht an. Dieses Jahr wird Mog Pipapopopu, was auch immer, Jahre alt. Das sind 28 Menschenjahre. In diesem Alter sollte sich Mog nach einer Partnerin umsehen. Bevor Mog jedoch erwachsen wird, muss er zunächst fliegen lernen. Obwohl Mog jeden Tag fleißig übt, scheint er immer noch nicht abheben zu können. Na? Ja, der schafft es noch nicht so ganz. Sieht aus, als muss er noch einiges lernen. Jetzt bist du dran. Hilf Mog zu fliegen, indem du okay drückst und Mog mit seiner geliebten Kupo-Nuss fütterst. Aber gib ihm nicht zu viel. Wenn er zu dick wird, kann er nicht mehr fliegen. Okay, gib ihm eine Kupo-Nuss. So. Da müssen wir dann auf die Reaktionen aufpassen von Mog. Und ja. Ja, er hat noch Magenknurren. Also müssen wir ihm noch eine Kupo-Nuss geben. Immer noch Magenknurren. Ist eigentlich ziemlich einfach. Man kann nichts verkehrt machen. Also jedenfalls nicht großartig. Man muss halt immer nur aufpassen, dass man dem nicht zu viel gibt. Immer noch Magenknurren. Ich glaube, es sind jetzt maximal noch ein, zwei Stück. Ja, das war's. Und jetzt? Ich glaube, wenn ich nichts mache, dann passiert das von selbst oder so. Na? Ja, genau. Oh, es scheint, Mog will es noch einmal versuchen. Na? Ja, und es funktioniert. Er hat es geschafft, er kann fliegen. Jetzt ist er endlich ein ausgewachsener Mog. Na? Da müssen wir jetzt wahrscheinlich warten gerade. Ja, das haben wir geschafft. Er kann jetzt fliegen. Und das ist jetzt nicht alles gewesen. Also es geht gleich weiter. Müde und doch entspannt macht unser Mog das Licht schon früh aus und geht ins Bett. Gute Nacht und schlaf gut. Oh, was ist das? Da kommt ein weiblicher Mog. Ja. Ach, die Glückspilze. Er mag sie anscheinend auch. Wird Mog vor ihren Augen einen eleganten Flug hinlegen? Hilf ihm mit ein paar Kupo-Nüssen. So, jetzt machen wir dasselbe nochmal mit den Kupo-Nüssen. Er hat noch Magenknurren, also Hunger, also geben wir ihm noch eine. Und so lange, bis er dieses freudige Quietschen, was auch immer, macht, dann ist alles in Ordnung. So, komm. Genau, das war's. Und jetzt müssen wir warten. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ich kann gar nichts machen. Wenn ich jetzt OK drücke, kriegt er ja noch eine Nuss. Dann ist es aber zu viel für ihn und die anderen Tasten, da reagiert es nicht drauf. Also da kann ich jetzt wirklich gar nichts machen. Nee, okay. Einfach warten. Gut, jetzt geht's schon weiter. Oh, es scheint, Mog will es noch einmal versuchen. Er fliegt. Mog hat es geschafft. Ja, na komm. Sie muss ihm in seinen graziösen Flug, ja doch, in seinem graziösen Flug verfallen sein. Einige Zeit später. Da ist unser Mog wieder. Er scheint bei seiner neuen Mog-Freundin gut voranzukommen. Es ist Zeit für eine kleine Verabredung im Wald. Ihr Name ist Meg. Sie ist ein gutmütiger Mog. Viel Glück euch beiden, Mog und Meg. Mögt ihr viele gesunde Mogs bekommen. Ja, haben sie schon gemacht. Haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Keine Ahnung. Oh. Das wird unser nächster Mog sein. Ganz viele kleine Mogs schon. Das ist kein Problem, glaube ich. Ende. Das war's schon gewesen. Also es ist eigentlich gar nicht so richtig ein Minigame. Das ist mehr so für Spaß zwischendurch oder um gleich einen Riesenbatzen GP zu bekommen. Oh nee, da kriegt man gar keins. Warte mal, ich dachte, da wäre was gewesen. Ich bin beeindruckt. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Hier, nimm das. Da doch, genau. Wir haben jetzt 30 GP bekommen. Und das ist halt wirklich nur so als Spaß irgendwie nebenbei mal. Jetzt sind wir hier aber fertig. Und ich werde jetzt erstmal rausgehen. Jetzt muss ich erstmal gucken. So. Ich kann euch mal zeigen, was man umtauschen kann. 33 GP, bla bla bla. Möchtest du tauschen? Ja. So, für 1 GP gibt es einen Trank. Für 20 ein Ether. Für 80 ein X-Trank. Für 100 ein Turbo-Ether. Für 300 ein Gold-Ticket. Das ist wahrscheinlich so ein Dauerticket oder so. Und für 500 GP irgendwas Geheimnisvolles, was auch immer. Ja, hier sind wir erstmal fertig. Gut. So, jetzt wollte ich auch mal gucken. Cait Sith habe ich mir noch gar nicht richtig angeschaut. Der hat, soweit ich weiß, nur eine einzige Limit. Nee, doch nicht. Der hat mehrere. Wer war denn das mit nur einer Limit? Ich weiß es nicht mehr. Oder nee, das war irgendwie so, dass der nie zwei Limits haben konnte auf einer Ebene, sondern immer nur eins pro Ebene. So, das nächste ist Battlesquare. Ich weiß, dass es da irgendwie weitergeht. Ich weiß nicht, ob jetzt schon oder später, deswegen will ich das mal ganz kurz auslassen. Wobei man, glaube ich, auch im Ghost Square weiterkam. Also ich lasse den Battlesquare erstmal kurz aus, die machen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal in den Event Square. Also Square heißt ja Platz. Tut mir leid, aber heute läuft keine Show. Das ist wie so eine Art Theater, was man hier vor sich hat. Da werden verschiedene Stücke aufgeführt, momentan leider nichts. Wir bieten eine wirklich ganz außergewöhnliche Show. Heute ist Ruhetag, aber komm doch ein anderes Mal wieder und sieh sie dir an. Ja, jeder braucht mal Pause. Und die zwei? Herr im Himmel, du bist vielleicht deine Nervensäge. Kannst du es nicht einfach in Ruhe lassen? Okay. Ich hab da gar nichts gemacht. Hier vorne. Ah, hier vorne sitzen auch noch Leute. Da ist auch dieser Cait Sith Viech, Blub, was auch immer. Was willst du denn? Siehst du nicht, dass wir schon alleine sein möchten? Das sind alles so Pärchen, wie es scheint. Und ja, die lassen wir lieber mal in Ruhe. Die wollen die Zeit zusammen verbringen. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Also der Event Square hat jetzt nicht so viel gebracht. Der spielt später eine kleine Rolle, also kann man hingehen. Was steht da? Speed Square. Ist nicht so ganz mein Fall. Tag, Junge. Junge? Wie ist es? Macht's Spaß? Scheint so. Na gut für dich, Junge. Ich heiße Cloud und nenne mich nicht immer Junge. Ich? Ich bin der Eigentümer der Gold Saucer. Ich heiße Dio. Nenn mich einfach Dio. Der hört gar nicht zu. Übrigens, Junge, weißt du, was schwarze Materie ist? Was soll das sein? Ha, das ist wirklich gut, Junge. Aber Lügen bringt nichts. Du kannst mich nicht reinlegen. Warum hast du mich gefragt? Na, vor einer Weile kam ein Junge in deinem Alter her und fragte mich, ob ich schwarze Materie hätte. Ich dachte, du wüsstest vielleicht, wer er war, da ihr beide ungefähr gleich alt seid. Hatte er zufällig einen schwarzen Umhang an? Ja, tatsächlich. Und seine Hand war mit einer 1 tätowiert. Wo ist der hingegangen? Haha, ich habe keine Ahnung. Na dann. Übrigens, schau bei der Kampfarena rein. Da gefällt's dir bestimmt. Viele meiner Sammlerstücke sind dort ausgestellt. Ha! Ja, ja, das machen wir später. Bei der Treppe müssen wir aufpassen. Was? Etliche Dinge. Zuerst muss ich mir die Reihenfolge genau merken und dann die Angriffe erraten. Ja, also dieses Spiel werde ich euch nicht zeigen. Das regt mich wirklich auf. Das ist nicht so schön. Und zwar ist es so eine Art Achterbahnfahrt, wo man dann Luftballons abschießen muss. Ist echt überhaupt nicht mein Fall. Nee, keine Lust. Diese Attraktion kostet ja klar. Als ob ich hier noch meine GP verschwenden würde. Nee, nee, ganz ehrlich. Muss ich nicht haben. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder in die Station zurück. Orks, komm. Und hier geht es jetzt weiter zum Round Square. Ach nee, das war das? Oder? Nee, doch nicht, doch nicht. Willkommen, das macht 3 GP. Eine Rundfahrt gefällig? Ja, ich fahre. Fahrt ihr zum ersten Mal? Ja. Auf dieser Fahrt könnt ihr alle Bereiche des Gold Saucer sehen. Macht es euch also bequem und genießt die herrliche Aussicht. Sie ist wirklich einmalig. Hier haben nur jeweils 2 Passagiere Platz. Einer von euch wartet bitte dort drüben. Mit wem soll ich fahren? Mit Aeris. Entspannt euch und genießt die Sehenswürdigkeiten des Gold Saucer. So, also wir können hier nur zu zweit fahren und nehmen natürlich Aeris mit. Und ja, das ist wie so eine Art Gondelfahrt, was auch immer. Nur nicht auf dem Wasser. Ui, wie hübsch. Ich glaube, genau, ich konnte auch gucken. Oh, es hängt ein bisschen. Hier sieht man so ein bisschen die Gold Saucer ziemlich am Ruckeln. Und die ganzen Attraktionen und was auch immer. Das ist übrigens auch die Achterbahn, wo man dann drauf sitzt und abschießen muss. Das ist echt übelst nervig. Was kann ich noch machen? Kopf hoch, Kopf runter, so. Oh, Sino Cloud. Warte, warte, warte. Das ist der Chocobo-Wettkampf. Also das Chocobo-Rennen. Und weiter geht's. Aha, aha. Ist das hübsch. Ja, jedes Mal, wenn sie was sagt, müssen wir rausgucken. Dann sehen wir diesen Abschnitt, diesen Teilabschnitt der Gold Saucer, beziehungsweise deren Attraktionen. Und ja, der ist ja wie so ein Baum aufgebaut, diese Gold Saucer. Und das ist halt so, ja, wir fahren jetzt hier alles Stück für Stück ab. Und das sind wie so Äste, da wo die Plattformen drauf sind. Und das, keine Ahnung, was das darstellen soll. Vielleicht Dio. Könnte ich mir vorstellen. Ganz schön kitschig. Dum, 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 dum. Cloud. Ja, ich gucke ja schon. Das ist dieses Halloween Hotel. Da gehen wir gleich hin. Das ist richtig cool gemacht. Da haben wir nochmal draußen die Figur stehen. Na? Das ist... Ach, das ist hier, wo diese Theatervorführung gemacht wird. Genau, also wir gehen wirklich jede Attraktion hier lang. Das war es schon. Gut, also wir sind jetzt hier fertig. Und ich zeige euch jetzt noch gerade das Hotel und dann gehen wir in diesen Battlesquare. Das ist wirklich nur aus Spaß. Ghost Square. Hier ist es auch etwas ruhiger. Willkommen, danke für den Besuch. Willst du ein Zimmer? Komm zum Empfang. Okay. Hier haben wir so ein paar Geisterchen sitzen, die Schach spielen. Oh, mich erinnert alles. Schach. Selbst dieser Smiley gerade erinnert mich alles. Boah, so schlimm. Naja, wir gucken mal hier in den Shop rein. Das ist unser Verkäufer. Der hängt da gerade so ein bisschen ab. Mr. Hangman, willkommen. Mal gucken, ob der irgendwas Feines hat. Den Äther, nee, lasse ich jetzt einfach mal. Ist jetzt nicht so wichtig. Und neue Sachen hat er jetzt auch nicht unbedingt, deswegen lasse ich das mal. Ja. Also sehr viel mehr Sachen kann ich hier gar nicht machen. Nee. Okay, gehen wir wieder raus. So, das war nur der Anfangstyp. Willst du ein Zimmer? Bla 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 bla. Ich könnte ja mal die Treppe hochgehen. Einfach mal so. Mein Herr, bitte tragen Sie sich am Empfang ein. Gut, wir werden mal eine Nacht hier übernachten. Das ist unser beliebtester Mitarbeiter, Mr. Hangman. Willkommen. Eine Nacht kostet 5 GP, die opfern wir natürlich. Guten Aufenthalt. Toll, ich dachte, man sieht mal was oder so. Naja, egal. Dieser Smiley. Ja, ja. Ja, das Ghost Hotel. So, Moment. Wie ging das nochmal? Musste ich irgendwas... Ja, genau. Ich musste was drücken. Jetzt sind wir wieder in der Station. Ganz kurz die Info noch angucken. Nee, da passiert ja gar nichts. Doch, jetzt. Also, wie gesagt, es ist ja wie ein Baum aufgebaut. Hier ist der Event Square. Da waren wir ja gewesen. Das da oben weiß ich jetzt gerade nicht. Ach, hier. Jetzt neu. Das goldene Tor. Alle Attraktionen sind bereit. Dann Event Square, eine unterhaltsame Show erwartet dich. Chocobo-Rennen, erlebe die Welt der virtuellen Realität im Chocobo-Rennen, wak wak. Ghost Square, komm und übernachte im Hotel, hahaha. Battle Arena, im heißen Gefechten bis an deine Grenzen gehen, der Stärkere gewinnt. Round Square, mach eine Tour durch den Park und genieß die wunderschöne Aussicht im Gold Saucer. Speed Arena. Eine Achterbahn wartet darauf, dich in einer Welt voller Aufregung zu führen. Oder zu entführen. Wondersquare. Eine Reihe von Spielen erwartet dich. Sammle hier deine GP und messe dich mit anderen. Willkommen im Gold Saucer. Viele Attraktionen erwarten dich hier in der Gold Saucer. Du wirst bewegt und erregt, gekribbelt und verängstigt, von einer Zone zur nächsten geführt. Sowas hast du noch nie erlebt. Erlebe es heute. Shinra. Ah nee, erlebe es heute. So, jetzt gehen wir in den Battlesquare, wie gesagt. Genau, das dachte ich mir nämlich schon. Das ist ein Shinra-Soldat, der aber gerade vor uns ohnmächtig zusammengeklappt ist, beziehungsweise tot zusammengeklappt ist. Was? Warum? Tja, weil er gestorben ist? Cloud, wohin gehst du? Diese Arena selbst habe ich euch zwar jetzt nicht gezeigt, ich kann euch aber ganz kurz was dazu erklären. Und zwar, man geht mit einer Person in die Arena rein und mit seinen ganz normalen Werten, muss halt sich vorher schön equippen und so weiter. Und nach jedem Kampf kriegt man wie bei Tifa so ein Rolle-Dingens, keine Ahnung, was man halt machen muss. Und man stoppt das Ding und kriegt eine Zustandsveränderung, also entweder Gift oder Frosch oder was auch immer. Oder man kriegt Item weggemacht, man kriegt Bestia weggemacht, alles mögliche. Es kann alles mögliche passieren. Es kann aber auch passieren, dass man mal geheilt wird oder sonst irgendwie was. Also es ist nicht alles schlecht, aber die meisten Sachen sind sehr böse. Und man muss halt, ich glaube 10 Kämpfe muss man überstehen. Und, ah ja genau, es gibt nämlich auch noch so böse Sachen wie halbe MP, halbe HP oder ein Viertel nur davon oder was auch immer. Oder HP und MP tauschen, das gibt's auch. Und ja, auf jeden Fall muss man dann mit diesen ganzen Handicaps trotzdem die ganzen 10 Kämpfe geschafft haben. Und danach kriegt man dann halt was Schönes. Und ja, mit den Punkten kann man sich später was Schönes kaufen. Hat Sephiroth das getan? Aber wie gesagt, das schauen wir uns später an. Und ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder soweit. Ich müsste jetzt erstmal den Part cutten. Wir sehen uns dann gleich im nächsten wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.